Ich habe beschlossen, nächsten Monat die Geldstrafen wieder zu erhöhen. Dann, liebe Cousinen, können wir mit dem Bau des Sommerschlosses beginnen, das wir uns schon immer gewünscht haben. Ich werde bald wieder schreiben. Liebe Grüße an euch beide. Ulrich. Ich habe allmählich Zeit. Ulrich. Ihr seid nun außer Dienst. Der Dreck, sag du. Neuer Tag. Bitte. Ja, das war jetzt einfach. Also, fort. Der Brief, der kommt dann direkt mal zu den Grafen. Und dann kommt Ulrich mal hinter Gitter. Ja, Drecksack. Wie ich gehört. Hey, du Freund. Ihr ja, seid zurück? Gut. Habt ihr die Beweise gefunden? Ja. Da. Ihr habt es vollbracht. Wenn Graf Indaris diesen Brief liest, ist Ulrichs Schicksal besiegelt. Hervorragend. Ganz hervorragend. Ich will schnell zum Grafen und ihm den Brief geben. Kommt bitte in ungefähr 2 Stunden zur Herberge, zur Chardinalbrücke. Brauchen wir. C, 2 Stunden. Warten wir sogar 3 Stunden, okay, von mir aus. So. Um Mitternacht natürlich. Wunderschön. Man kann speichern. Ui, überspringen. Coolio. So. Dann wollen wir dort zum Westtor wieder. Oh, hallo. Ich mag deinen Fuß. Türe. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Du bist über mir, von mir aus. Hey, Treppe hoch. Wenn ich auch Treppe hoch, dann gehst du auch Treppe hoch. Was zum Henker. Ich würde aber auch gerne, danke. Ja, bitte. Der ist gar nicht hier. Was zum Henker? Ach so, ich muss hier noch warten, oder wie? Du hast 2 oder 3 Stunden gesagt. Hallo. Etwa 2 Stunden sind verstrichen und Garros Darellion sollte mich nun in der Herberge zur Chardinalbrücke erwarten. Da ist er doch. Nach Beratung mit dem Grafen und angesichts der vorgelegten Beweise wurde Ulrich von seinem Posten enthoben und verhaftet. Da viele Wachsoldaten uns immer neue Beweise seiner Gier bringen, kann man davon ausgehen, dass er die nächsten paar Jahre im Stadtkerker zubringen wird. Hooray. Ich wurde zum Hauptmann der Wachen ernannt und bin bestrebt, den Friedliebenden der Stadt ihre Achtung zu erwidern. Der Graf und ich danken euch, dass ihr uns geholfen habt, Ulrichs Tyrannei in Chardinal ein Ende zu setzen und dies ohne unnötiges Blutvergießen. Ja, ja. Nehmt dieses Gold als Zeichen unseres Dankes dafür, dass ihr eure Freiheit, ja gar euer Leben aufs Spiel gesetzt habt. Ich danke euch im Namen der Menschen von Chardinal. Ich will lieber deinen Fuß. Möget ihr sicher. Nee, kriegen wir wohl nicht. Ich hätte ihn auf jeden Fall gern gehabt. Seinen Fuß. Suche nach der Davis-Gilde Dunbarrow-Bucht. Nee, das ist aus der Suche nach die Pilgerfahrt. Nein, das auch nicht. Nein, das auch nicht. Eine Tür in der Bund. Nein, das auch nicht. Reprat. Nein, das auch nicht. 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 Das heißt, wir haben jetzt alle Nebenquests sogar schon. Okay. Das ging jetzt schnell. Das heißt, kümmere ich mich jetzt schon drum? Ich weiß nicht. Wie viel Gold? Wie viel Gold? Nee. Wie viel... Ich trage halbwegs viel bei mir eigentlich. Also gut, erstmal auf zur Kaiserstadt. Und dann bin ich die Aufnahme, genau. Gute Wahl. Gute Wahl. Dann nehme ich mal ein paar Füße. Und knabber an den dran. Seid gegrüßt. Jetzt habe ich mich selbst erschreckt. Haus, hallo. Wie geht's? Bei Asura, bei Asura, bei Asura. Es ist der Großmeister, ich kann es kaum glauben. Ja, ich kann es auch kaum glauben. Rein damit, damit auch rein. Rein hiermit, rein damit, denke ich auch mal. Damit auch rein, hiermit auch rein. Das auch rein. Dann würde ich noch sagen, der hier rein und dann noch der hier und der hier. Und dann würde ich noch sagen, das hier rein, das hier, das hier, das hier, das hier.
das hier, das da, das hier. Und dann noch das hier, das geht nicht. Aber das hier, ja okay, dann das hier, aber nicht das, okay, das aber das, aber okay. Und noch den hier und ich würde noch sagen, sonst nichts. Okay, von mir aus. Von mir aus. Jetzt habe ich kaum irgendwas, was ich reparieren könnte. Falls. Ah, egal. Will ich verkaufen? Will ich verkaufen? Verkaufen. Zu viel Zeug. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen. Ah ne, gar nicht wahr. Das will ich gar nicht verkaufen. Das ist nämlich ein seltenes Stück. Verkaufen, verkaufen. Fuck, ich habe zu viel schon geladen. Geladen, WTF. Aber hier gibt's doch noch mehr. Ach komm. Nee, okay, wie? Wie jetzt? Gleich Setzwort hier. Irgend so ein Zeug vielleicht. Doch, irgendwie noch. Doch, irgendwie noch. Ja, zum Beispiel Bärenpelze. Die sind verdammt schwer, also. Nee. Das hier aber. Und ich würde mal sagen, die hier auch noch. Und ich würde sagen, die hier auch noch. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Na, Mutterskopf nicht. Aber das hier. Und das hier. Und die hier auch noch. Und die hier. Und das hier und die hier. Und die hier und die hier und die hier. Und ich würde sagen, noch die hier. Und natürlich auch ein Teil von denen. Ich mach das erstmal. Warte mal. Ich kann noch zwei. Nein, zwei sind sogar schon so viel. Dann tun wir halt nochmal einen zurück von mir aus. Wo bist du denn? Da bist du. Bitte nur einen. Danke. Bayersucher, Bayersucher, Bayersucher. Genau. Auf zum Marktbezirk. Dort erstmal zum Juwelier und dann zum Rüstungshändler. Ja. Juwelier war dort. Wo war der jetzt? Hier? Nein, hier war der nicht, ne? Nein. Der war dort hinten, auf der anderen Seite. Der Juwelier. Dort kann man auch prima einbrechen. Und nein. Nein. Ja. So ist richtig. So nicht anders. Dopp-di-dopp-di-dopp-di-du. Bitte, fahrt fort. Seht euch meine... Claro. Du magst mich ja besonders, merke ich gerade. Das leckt ja gar nicht, nein. Nimmst du das an, den oder ist Preis. Das... Ja. Habe ich mir schon gedacht. Aber das hier. Ein gut. Genau. So, das hier nimmst du auch gerne noch an. Genauso wie das hier, Markus Perlen. Das klingt nach... Mir aus. Aber Diamanten, das klingt nach einem angemessen... Doch tolle, tolle Sachen. So, ein bisschen höher vielleicht. Jawohl. Hat ein den Preis guter... zwar nicht besonders viel verändert, aber na egal. So, kriegst du das alles ist ein... in den Arsch geschoben. Kumpel. Das gibt's 99, das hier gibt's 69, das hier gibt 6. Ah komm. Das hier gibt ganze 56, ganze 12 daran. Und ganze 6. Wow. Und nochmal ganze 12. Hier. Ja komm, gib. Jetzt haben wir schon wieder 10.000 Gold. Wunderbar. Bitteschön. Und jetzt zum Rüstungshändler. Ich weiß noch nicht genau, wer das meiste Geld hat. Ich glaube, hier müsste eigentlich irgendwo ein 1.200 Gold-Fuzzi herumlaufen. Ob das jetzt die... Was Rosan wollt ihr? War, weiß ich wir genau. Verkaufen nur vom 1.200. Besten. Was perfekt. Darf ich euch anbieten? Madame, ich mag sie. Falschen geht doch ein bisschen höher, komm. Ihr wollt mich wohl im Arme... Liebchen, lass jetzt... Nein. Böse, nein. WTF, was ist das? Komm. Das ist doch nicht... Doch, das ist mein voller Ernst. Das ist wenn ein du gutes es nicht Angebot. An. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn sie es nicht annimmt, das ist ein sich ihre Füße abknabbern. Ja, ja. Ist nicht das besonders angenehm, Madame. Überlegen Sie sich, ist gut. Ja, ja. Gut. Okay. Und? Auf zum Training. Jawohl, komm. Ich kann fast alles. Ja, ich kann nichts reparieren. Wissen ist...
Komm, hier, komm, rein damit. Rein damit, komm. Ich bin recht praktisch. Ich bin bereit. So. Ich kann euch ein... Ja, geht nicht, okay. Auf Wiedersehen. Wie lange dauert es denn noch, bis ich endlich mal hier... Ruhm und so. Können wir mal die Statistiken anschauen. Quest beendet. 62. Gestohlene Gegenstände, 779 WTF. Höchstes Kopfgeld 1080. Getötete Kreaturen 497. Getötete Personen 240. Tolle Sache. Gefangenenseelen nur gerade mal 4. Bla bla bla. Geschlafene Stunden, gewartete Stunden. Ziemlich viel. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich weiß gerade nicht. Genau, ich wollte eigentlich nachschauen, wie. Hallo. Waffenschmiede steht bei 39. Wann geht das denn bei 40 oder wie? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß das nicht. Akrobatik bin ich bei 45. Wow. Waldchemie 48. Schütze schon bei 103. Wir sind bald Meister. Wenn wir die Boni von dem Kaki alles wegrechnen, dann sind wir wahrscheinlich bei. Keine Ahnung wie viel. Das müsste eigentlich daneben stehen am besten. Aber egal. Die Stufe lässt noch länger auf sich warten. Wir sind auf jeden Fall, da kommt jemand auf uns zugerannt. Nee, doch nicht. Gut, Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play The Elder Scrolls 4. Heiliger Bemba. Jetzt ist Schluss. Ja. Den wollte ich jetzt gerade töten, ja? Einen. Von mir aus. Ulen Adram. Junge, ich bin enttäuscht. Na gut, jetzt nach dieser Unterbrechung sag ich nochmal, bis zum nächsten Mal bei The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wenn wir uns um die Main Quest kümmern. So lang legt an euren Füßen. Holt euch euren Rappenkurier hier.